Es war immer unser Traum, unsere dunkle, kalte Kirche in neuem Licht erstrahlen zu lassen. Und wir hätten nie gedacht, dass unsere Kirche einmal so schön werden wird. Wir haben von einer warmen Kirche geträumt, aber diese genialen Schachzüge, die hier durchgeführt worden sind, die hatten wir ja so in ihrer Wirkung gar nicht erwartet. Wir haben oben 3 Dachfenster eingelassen mit den Öffnungen in der Wand. Wir haben ein neues Fensterkreuz geschaffen und wir haben einen warmen, sonnigen Boden aus dem Sinai, der mit der Fußbodenheizung sehr gute Dienste leistet. So mancher hat gedacht, unsere Kirche ist ein hoffnungsloser Fall. Da muss man Geld hineinsenken und es wird nichts mehr bringen. Aber diese Schachzüge, die hier umgesetzt worden sind, sind so effektiv, dass wir den Charakter der Kirche durch einfache Mittel bewahren konnten. Wir haben Fensteröffnungen geschaffen, ein Fenster aus dem Altarraum versetzt ins Kirchenschiff, die Empore ein Stück zurückgenommen, das Kreuzfenster geschaffen, eine Lichtplanung eingesetzt und damit hat die Kirche ein neues Gesicht, aber ihre Gestalt behalten. Punktlandung zum Katharinenmarkt, das ist natürlich nicht einfach nur ein Wunder, sondern das ist dem Architekturbüro YM zu verdanken und auch den Handwerkern, die mit so viel Schwung und Begeisterung sich hier ans Werk gemacht haben. Ich denke, dieses Engagement, das werden wir auch weiterfühlen, wenn wir jetzt in unserer Kirche wieder feiern, taufen, heiraten und uns freuen. Das Schönste und mein ganz persönlicher Lohn für diese Renovierung ist die Begeisterung der Gemeindeglieder.